Gewidmet unserer hochverehrten Dr. Susan Schamfuß, ihrem hohen Werk, besonders den Mikrocoachings, die sie uns und der heilbedürftigen Welt geschenkt hat. In bester Tradition der Mikrocoachings lade ich euch ein, heute eine Reise zu machen, eine Wolfsmilch-Heilreise in den innersten Raum eurer Seele, in den vielleicht wichtigsten Raum eures Seelenhauses. Den Raum der Treue. In den Raum des Versprechens, in den Raum der Sicherheit, in den Raum des Commitments. Da, wo ihr alle zu 100% sicher seid. Wo ihr euch alle entfalten könnt, alle zu reinem Licht werden könnt, alle eure hohen Tantras entdecken könnt, eure tiefste Magie, wo ihr alles entdecken könnt, was primär eins braucht, Sicherheit und Treue. Jenseits von allen psychologischen Konzepten, jenseits von allen Modernismen, gefüllt mit urarchaischen Wahrheiten aus vorverwirrter Zeit. Und wenn wir heute in diesen Raum gehen, gehen wir in einen Raum, der zwar diesen Namen trägt, der aber besetzt ist, erobert worden ist und ich wage zu sagen, geschändet worden ist von den Kräften der Zwietracht, von den Kräften des Verrats, von den Kräften der Trennung. Wir haben schon viele Reisen gemacht, aber diese Reise ist vielleicht die wichtigste, die wir jemals gemacht haben und jemals machen werden. Weil es gibt diesen Raum nicht nur in unserer Menschenseele, sondern es gibt diesen Raum auch im Haus der Weltenseele. Und wie innen, so außen. Wenn unsere Menschenseelen diesen Raum verloren haben, wenn Ahriman diesen Raum erobert hat, mit seinen Dämonen der Zwietracht, des Unglaubens und der Untreue, dann ist auch die Weltenseele mit ihrem Raum in Bedrohung. Dann fällt auch dieser Raum in der großen Seele des Alleinen. Hey, hey, hey. Bevor wir diese Reise antreten,
will ich das heilige Gebet singen. Das Gebet aller Engelwolf-Clans weltweit. Und ich will es singen zur An- und Herbeirufung aller unserer Schützer, aller unserer Wächterinnen, Lehrerinnen, aller Auroren, aller Namenskundigen, aller Opfermutigen, aller Arkanisten, aller Sympathika, aller Hexen und Hexer, Zauberinnen und Zauberer, aller Ritter des Mont Salvat. Und ich rufe ganz besonders Michael, unseren großen Anführer in diesem michaelischen Weltenkampf. Hey, hey. Meine Seite, Logan, Wolverine, Wolfsbruder. Ich rufe den Hulk. Ich rufe Crazy Horse. Ich rufe Sitting Bull. Ich rufe Lisbeth Salander. Ich rufe Emma Peel. Ich rufe Penthesilea, die Königin der Amazonen. Ich rufe Elisabeth, die Erste von England. Hey, hey, ich rufe Hannah Arendt. Euch rufe ich, Streiter für Wahrheit, Streiter für Wahrhaftigkeit, Streiter wider Arimans. Ich rufe Rudolf Steiner. Ich rufe Ita Wegmann. Ich rufe Bernhard Liebegut. Hey, hey, hey. Und ich rufe alle meine Clans und alle meine Schwärme. Ich rufe Gernot. Ich rufe Gabi, Heidi, Nicole, Mia. Ich rufe Peider und Jesko. Hey, hey. Ich rufe Hans Heinrich und Daniela. Hey, 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 ich rufe Günther Gandorfer und ich bitte dich, errichte eine Lichtsäule über diesen Raum. Gebe uns all deine Kraft für diese Reise, für diesen Freiheitskampf. Ich rufe Angela Jelinski und alle ihre wunderbaren Gefährtinnen. Alle die rufe ich, hey, hey, hey. Meinen Hufhalter Alfons Pollack, meinen Bruder Peter Böhm. Ich rufe euch, ich rufe euch. Ich rufe meinen Prinzen Stefan Rarich. Hey, hey, zieht mit mir in diesen Kampf. Lasst uns diesen Raum unserer Seele zurückgewinnen. Lasst ihn wieder zu dem werden, was er ist. Zum Raum der Treue und Sicherheit. Ich rufe alle, zieht mit mir ins Tal von Armageddon. Die letzte Schlacht. Sandalphon, Metatron, Michael, Ali. Ich rufe Mamadou. Ich rufe Rumi. Hey, hey, ich rufe euch alle und ruft auch ihr, die ihr mit mir reist, alle eure Helfer, alle eure guten Geister, alle eure Krafttiere. In dieser Reise entscheidet sich mehr wie nur unser Schicksal. Hey, 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 hey. Ich rufe Lord Shiva und ich rufe die größte aller meiner Göttinnen, Morrigan. Allen ihren Druiden und Druidinnen, ich rufe euch, hey, hey, hey. Hey, hey, Wakantanka, hey.
Wakantanka, Wakantanka, hohe. Shimayo, 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 Hantayo, Hantayo, Hantayo. Shivayo, Shivayo, Shivayo. Und wir
ist nichts übrig von Treue und Sicherheit, sondern dieser Raum ist gefüllt von den Dämonen der Zwietracht, von den Dämonen der Trennung, von den Dämonen des Verrats. Und wenn diese Dämonen in eurem Raum Bilder haben von realen Menschen, dann schaut sie euch an. Auch sie haben Helfer, auch sie haben Schergen. Denkt an das Kapitel Die Kröte aus der kleinen Veronika. Und denkt an die Stelle, wo Veronika diesen Weltenkampf sieht. So sehen die Helfer dieser Menschen, dieser Verräter, dieser Zerstörer, dieser Zwietrachtseher aus. Ariman stehen in einer Ecke des Raumes, lachend und sicher über seinen Sieg, und neben ihm mächtig und scheinbar unbesiegbar der Corona-Dämon, der so vieles zerstört hat, was so sicher schien. Der Corona-Dämon. Und bleibt zurück. Zügelt euren heiligen Zorn, weil die, die da vor uns stehen, sind uns Menschen über. Lasst die Heiligen, und es erscheint Hildegard von Bingen und es erscheint Katharina von Konnersreuth, lasst sie diese Arbeit machen. Betet und singt das Lotus Sutra, das Gayatri, singt. Singt das Hashivenu, und ich rufe meinen Rabbi Salman Shalomi Schachter, und ich rufe alle Rabbis bis zum ersten Rabbiner Moses, tretet hinter mich. Und während ich jetzt dreimal das Hashivenu singe, schickt ihr eure Tiere, meine Tiere, in diesen Raum. Schickt sie in die Schlacht. Werden sie tragen, werden sie unterstützen. Der Christus wird sie segnen. Hashem, Herr Zebaoth, wird freundlich auf diesen Kampf schauen. Schickt die Euren in diesen Raum und erobert euch diesen Raum zurück. Und erschreckt nicht davor, wenn dieser Kampf grausam wird. Wenn er zu grausam wird, schließt die Augen. Und ich stehe hinter euch, ich und mein Rabbi, ich und Lord Shiva, ich und Lord Krishna, ich und Ali. Das Licht wird siegen und der Frieden und die Vergebung, die Treue und die Sicherheit werden wieder einziehen in diesen Raum. Jetzt geht in euren Kampf, bebildert euren Kampf und straft all die, die euch verraten haben, die Zwietracht und Untreue in euer Leben gebracht haben. Straft sie, um ihnen vergeben zu können. Adonai.
Shabbat. Baruch, 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 Baruch Adonai Sabaoth. Baruch, 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 Baruch Adonai Ruach. Venzimos, 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 wir haben gesiegt. Euer Raum ist befreit. Euer Raum ist geheilt. Euer Raum ist gezündet und entleugnet. Und alle Dämonen, auch alle Menschen, die Zwietracht und Trennung und Schmerz und Verrat in euer Leben gebracht haben, haben sich verwandelt. Ihr seht nur noch in weißem Kleid Lord Ahriman, der all diese Wesen wieder in sich aufgenommen hat. Aber selbst Lord Ahriman ist still. Er weint und er schaut uns alle an und sagt: Es tut mir leid. Es ist vollbracht. Ich habe meine Aufgabe erfüllt, euch zu erinnern. Zu erinnern an die Treue. Zu erinnern an die Liebe. Zu erinnern an die Wahrheit und die tiefste göttliche Ekstase. Ihr hattet es vergessen. Und darum habe ich den Corona-Dämon geschickt. Und all die, die ihm dienen. Oft ohne zu wissen, dass sie ihm dienten. Es ist vollbracht. Und wir verbeugen uns vor Lord Ahriman und wir sagen zu ihm: Ehre dem Besiegten. Auch du bist mich. Und ich habe dich delegiert, um dies alles zu tun. Jetzt nehme ich aber all diese Delegation zurück zu mir und in mir erlöse ich sie und heile ich sie zu 100% Y korrigiere, zu 100% unverleugnet Y korrigiere. Und Michael und Vaivamos nehmen Ahriman in ihre Mitte und verlassen diesen Raum. Und dieser Raum ist nur noch gefüllt mit Liebe, mit Vertrauen, Sicherheit und mit der heiligen Vibration unserer Commitments. Und ihr seht die, von denen ihr getrennt wart. Und ihr seht die, mit denen ihr zerstritten wart. Ihr seht all die, die unter dem Einfluss Ahrimans standen und jetzt frei sind. Geht zu allen hin und sagt: Ich liebe dich. Du bist mich, untrennbar auf ewig. Und wenn es noch irgendetwas gibt zwischen euch und ihnen, sagt zu ihnen: Frieden heißt, es darf gewesen sein. Und dann schaut euch in diesem lichten Liebesraum um, in dieser Kathedrale der Morrigan. Voller Krähen. Sie ist aber auch voller Nachtigallen und voller Lerchen, die uns ihre Liebeslieder singen. Und nehmt die Lieben, von denen ihr getrennt wart, in den Arm. Kein Vorwurf, keine Diskussion, nur Liebe, Treue und Sicherheit. Hey, hey. Wir haben gesiegt. Das Licht hat gesiegt. Die Ritter des Mont Salvat singen Halleluja. Und Mutzeputz spielt mit Peter und Veronika. Der Regenbogen ist aufgegangen in diesem Raum.
Gott hat seinen Kriegsbogen an den Himmel gehangen als Zeichen des ewigen Friedens mit den Menschen. Und unsere Liebsten, von denen wir getrennt waren, und wir verlassen diesen Raum und wir schauen zurück auf das, was über diesem Raum steht. Und jetzt steht über diesem Raum in goldenen Buchstaben: Raum der Treue, Raum der liebenden Wahrheit, Raum der Sicherheit. Und mit diesem Raum in eurem Seelenhaus und dem Seelenhaus der Menschenseele, den ihr durch euren heldenhaften Kampf zurückerobert habt, geheilt, durchlichtet und durchfriedet habt, kehrt zurück in diese Welt. Und ich denke an meine Tochter, die zu Johanni über das Johannesfeuer sprang und rief: Spring über das Feuer und werde ein Neuer. Frieden heißt, es darf gewesen sein. Es geht weiter. Im Lichte Michaels. Inshallah. Shavuot. Amen.